Ja, haha. Mr. Freizeitzocker ist wieder hier. Schon wieder. Ja, das wird jetzt ein relativ kurzer Part, will ich mal hoffen. Mein Camtasia dachte sich, ich nehme die letzten 5 Minuten mal nicht mit auf, sondern lasse einen schwarzen Bildschirm da. Wenn ich es mit Windows Media Player abspielen will, sagt er, die Datei ist defekt. Also die letzten 5 Minuten. Ja, das heißt, ich habe jetzt nur meine Stimme aufgenommen. Das heißt, ihr habt das Ende von Dunkler Karneval noch gar nicht gesehen. Das kann ich natürlich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Und tue euch einen Gefallen und spiele diesen blöden Schrott nochmal. Was ich relativ schade finde, ist, weil das Ende fand ich ziemlich witzig. Da gab es nämlich nochmal am Ende richtig Panik. Ich lag auf dem Boden. Nick, die coole Sau, hat mich gerettet. Hilft mir hoch. Ich helfe Coach hoch. Ich weiß nicht, wieso ich Coach hochgeholfen habe. Verzeiht mir diesen blöden Fehler. Und dann kam was sehr, sehr Witziges. Ich bin in dem Helikopter. Nick ist auch in dem Helikopter. Coach steht direkt davor und macht nichts. Er steht da rum und macht nichts. So, ich schreie rum: Coach, komm endlich hier rein, du blöde Sau. Ich schieß dich sonst ab. Wäre mir egal. Ich habe ihn ja noch irgendwann abgeschossen, aber ich war zu langsam. Denn dann kam der Tank und hat ihn wirklich vor meinen Augen erstmal meterweit weggebasht. Und das fand ich wirklich tierisch witzig. Ich wollte das zuerst nochmal so als Zeitlupe machen, dass ihr so schön seht, wie der Tank so ausholt und Coach so. Wieso? Aber naja. Camtasia, sag ich schon. An Debütstudio oder Debut oder Debut, keine Ahnung, dachte sich, nö, ich nehme nicht weiter auf. Das heißt, ich mache den ganzen Gedöns nochmal. Und wieso kommst du hier schon her? Burn, Baby, burn, oh mein Gott, it's on fire, burn, Baby, burn. So, das heißt, ich spiele das jetzt nochmal schnell nochmal und hoffe, dass es diesmal klappt. Genau, und hoch hier und zack und zack. Und hier machen wir die gleiche Taktik, weil ich die Taktik cool fand. So, und Taktik ist cool, ja. Oh Gott, ja. Okay, so ist die Taktik nicht cool. Irgendwie kann Alice wohl etwas besser balancieren als Nick. Liegt vielleicht an seinem Anzug, das macht vielleicht irgendwie so Gegenwind. Unbalance, ach, keine Ahnung. Ich leier mir gerade irgendwas aus den Fingern. Ich finde, Nachaufnehmen ist irgendwie doof, weil man so alle seine guten Witze verschossen hat. Also ich fand die letzte. Ich glaube, das ist, also das finde ich sowieso relativ schwer. Ich hätte, glaube ich, bei dem letzten Part, den ich aufgenommen habe, der jetzt leider nicht aufgenommen wurde, hätte ich selber an manchen Stellen gelacht. Und ich persönlich finde es wirklich sehr schwierig, als Let's Player bei seinen eigenen Videos zu lachen. Weil, ich weiß auch nicht. Mir zum Beispiel ist es manchmal immer noch unangenehm, dass ich in den Videos meine eigene Stimme höre. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, aber habt ihr schon mal irgendwie eure Stimme auf dem Videorekorder oder auf dem Kassettenrekorder aufgenommen? Ich finde, ich hasse es, meine eigene Stimme hören zu müssen. Weil die da völlig anders klingt. Und Hunter, geh runter von mir! Hallo Leute, helft mir! Helft mir doch! Gebt ihnen einen dicken Headshot! Quad! Und naja, deswegen, aber das war wirklich. Manchmal kann ich wirklich über meine eigenen Videos, über manche Videos kann ich wirklich lachen. Zum Beispiel, vor allem, das liegt auch an manchen Kommentaren von euch. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, Assassin's Creed Brotherhood Part 28 dürfte das gewesen sein. Wo die liebe Katharina war es, ne, gar nicht, wie hießen die Alte, die Schwester von Cesare, wie der da so schön, wie ich sie fangen muss und sie immer wieder hingefallen ist. Ob man ihre Unterwäsche sehen könnte, konnte. Und ich dann so geschrien habe: Oh mein Gott, ich konnte ihren Schlüpfer sehen. Und dann hat wirklich ein User, ich habe leider seinen Namen vergessen, hat dann einen Kommentar hingeschrieben, drückt bloß nicht auf, und dann halt die Zeit, also die Zeit war, glaube ich, keine Ahnung, 3:11 oder auf 4:13 oder auf das und das oder auf das und das. Und natürlich, wie jeder, habe ich erstmal auf alle drauf geklickt, und dann kam wirklich, als hätte man so richtig schön zusammenschneiden können, dann war da: Oh mein Gott, ich habe ihren Schlüpfer gesehen! Oh mein Gott, ich habe schon wieder ihren Schlüpfer gesehen. Und ich habe schon wieder ihren Schlüpfer gesehen. Ah, schon wieder ihr Schlüpfer. Und ich fand das. Und als ich mir das so hintereinander angeguckt habe, ich fand das so witzig irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich hätte mich fast totgelacht dabei, wie das so. Ah, der Kommentar war einfach super dazu. Der hat richtig gepasst. Solche Kommentare hätte ich so gerne öfter von euch, weil das so.
Ah, ich liebe es. Es war irgendwie so witzig. Wirklich, man klickt dann so auf die einzelnen Zeitstellen und dann kommt: Oh mein Gott, ich habe hier Schlüpfer gesehen. Oh mein Gott, ich habe schon wieder einen Schlüpfer gesehen. Und ich habe schon wieder den Schlüpfer gesehen. Oh, guck mal, ihr Schlüpfer. Ihr Schlüpper. Und das war, ich weiß nicht, ich fand's einfach witzig. Ich meine, ich weiß selber, dass ich nicht unbedingt der lustigste Let's Player bin. Also, ich bin eher so der Unterhaltende. Die Lustigen sind ja eher die, die überhaupt nichts können und dafür einfach nur witzige Sprüche machen. Das ist, glaube ich, so, das ist, glaube ich, eher so, das Mirko-LP, würde ich mal sagen. Und dann gibt es wieder die, die richtig gut spielen können, aber dafür unterhaltend sind. Also die machen weniger Witze, aber trotzdem aber unterhalten trotzdem einfach durch ihre angenehme Stimme und durch ihre Art. Das ist für mich zum Beispiel gerade im Moment besonders, Alligator mit seinem Mafia-Let's Play, was er aber, glaube ich, jetzt auch schon beendet hat, und Looks Like Link mit Donkey Kong. Kann ich euch nur empfehlen, müsst ihr gucken. Also das Donkey Kong Country Let's Play von Looks Like Link ist wirklich Bombe. Naja, und ich würde sagen, ich bin halt so ein Mittelmaß. Ich bin nicht unbedingt der beste Spieler, aber auch nicht total schlecht. Und ich bin halt auch nicht der Lustigste, aber hab schon manchmal ganz gute Witze drauf. Ich hoffe, das stimmt. Nicht, dass ihr jetzt sagt: Nee, du bist voll scheiße, ey. Du kannst gar keine Witze machen. Du bist voll unlustig oder so, ey. Dann bin ich nämlich traurig und weine. Und ich weiß genau, hier ist irgendwo ein Tank. Ja, genau, Leute, kommt ihr mal. Guckt ihr eigentlich hin? Ich hab Angst. Ich heil mich mal. Heilen, heilen, heilen. Ich hoffe, hier kommt keiner von hinten. So. Halleluja. Oh, Michelle, ich helfe dir. Habe ich dir schon geholfen? Ja, ich hab dir schon geholfen. So, jetzt muss ich mal gucken. Okay, nein, vergiss es. Habe ich ihn? Ich hab ihn, oh Gott. Okay. Warte, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Rochelle, du gehst zu Nick. Zu Alice. Stimmt, ich bin ja jetzt bei Nick. Ich helfe Coach hoch. Na, weißt du, wir alle werden geplättet und du blöd bist einfach nur zu doof zum Balancieren. Und da ist der Helikopter. Ah, ich will ganz schnell zum Helikopter. Ist mir egal wie. Was? Ist mir völlig egal. Verpisst euch bitte einfach nur. Geht einfach nur weg. Ich will einfach nur in diesen Helikopter rein. Alles klar. Na los, komm, wir schaffen das. Oh nee, ne? Hurra! Alice, ich helfe dir. Oh bitte, jetzt kommt doch mal hier raus. Oh Coach, und wenn du stirbst, ist mir sowas von egal gerade. Komm einfach hier rein! Menno! Coach! Wir warten wieder nur auf dich, Junge. Ey, komm. Ach nee, ich trau mich. Ich trau mich gerade nicht, hier rauszuschießen. Yeah, ich hab Coach geschützt, Junge. Ich hab Coach noch geschützt. Das war ja mal richtig geil. So, wir flüchten jetzt mit dem Helikopter. Ja, Alice, los, los zum Heli. Zum Gedenken an Coach. Wir werden ihn nicht vermissen. Aber wir haben coole Witze über ihn gemacht. So, das würde ich mal sagen, das war's dann auch. Ich breche hier ab, damit ich noch einen 10-Minuten-Part habe. Okay, es sind jetzt gerade mal 9, aber ist mir egal. Entschuldigung. Und damit würde ich dann sagen, wir sehen uns später und tschüss und auf Wiedersehen.